Herzlich willkommen zum Brustkrebs Deutschland Roundtable live vom ASCO 2013 in Chicago. Der ASCO ist der größte Krebskongress der Welt und wird von der amerikanischen Krebsgesellschaft durchgeführt. Unsere Experten heute hier sind Frau Professor Harbeck, zu meiner von mir aus gesehen Rechten, die Leiterin des Brustzentrums der Universität München, von beiden Standorten, sowohl Großhadern als auch Innenstadt. Dann neben Frau Professor Harbeck, Frau Doris Schmidt, Mitglied im Beirat von Brustkrebs Deutschland e.V. und Kommunikationsexpertin im Bereich Arzt-Patienten-Kommunikation. Und zu meiner Linken, Herr Dr. Kolberg. Er ist Chefarzt des Marienhospitals, der Frauenklinik des Marienhospitals in Bottrop. Herzlich willkommen. Vielleicht, Herr Dr. Kolberg, fangen Sie an und geben einfach mal ein kurzes Anfangsstatement. Was war jetzt für Sie besonders hier beim ASCO 2013? Vielen Dank, Frau Heidinger. Erstmal ist es immer was ganz Besonderes, zum ASCO zu fahren, weil das eine Besonderheit ist, dass sich 40.000 Kollegen aus der ganzen Welt treffen, um über Krebserkrankungen zu diskutieren. Wenn wir das auf Brustkrebs fokussieren, muss man sagen, dass diese Erkrankung natürlich nicht ganz der Fokus dieser Veranstaltung ist. Es sind viele andere Erkrankungen, die eine Rolle spielen. Trotzdem sind hier sehr hochwertige Daten präsentiert worden. Und wenn ich jetzt so spontan sagen soll, was ich am ehesten mitnehme, dann war das sicherlich eine Studie zur neoadjuvanten, also vor der Operation durchgeführten Chemotherapie bei Mammakarzinom, die aus Deutschland gekommen ist, zu der gleich Frau Professor Habeck sicherlich auch noch was sagen wird. Eine Studie, die uns gezeigt hat, dass wir mit der Hinzunahme von neuen Substanzen, und zwar von Substanzen, die wir schon lange kennen, zum Teil deutlich Verbesserungen herbeiführen können. Und deswegen wir immer wieder feststellen, dass wir auch mit dem bekannten Instrumentarium tatsächlich deutliche Verbesserungen für die Patienten erreichen können. Frau Professor Habeck, was waren Ihre Highlights vom ASCO bisher? Ja, ich kann Herrn Kolberg nur beipflichten. Es ist eine wunderbare Veranstaltung, weil man auch die Gelegenheit hat, mit Kollegen zu sprechen. Wir haben auch sehr viele Treffen am Rande des wissenschaftlichen Programms, wo wir uns über Studien austauschen, die wir gemeinsam machen, vielleicht auch mit internationalen Kollegen. Was das fachliche, wissenschaftliche Programm zu Brustkrebs angeht, so ist mein Eindruck ähnlich, wie er auch schon in San Antonio war. Wir haben nicht die Studien gesehen, die morgen unser ärztliches Handeln verändern werden, aber wir haben sehr viel gesehen, auch zur Lokaltherapie, Daten, die unsere bisherigen Handlungsweisen bestätigen. Wir haben in der Plenarsitzung einen Vortrag gehabt zur Dauer der Antihormontherapie, also ganz grundlagenorientierte Dinge, die für unsere Therapie schon seit Jahren wichtig sind, die jetzt nochmal bestätigt wurden, und dann vielleicht auch ein kleines bisschen was, das werden wir jetzt noch weiter diskutieren, zu neuen Medikamenten. Aber alles in allem ist nichts dabei, aus meiner Sicht jetzt bei Brustkrebs, was wir morgen sofort anders machen müssen. Und was mir auch noch immer gut gefällt, ist, man sieht, dass wir in Deutschland einen hervorragenden Stand der Diagnostik und Therapie bei Brustkrebs haben. Und nicht allein dieses Gefühl ist es dann, glaube ich, schon wert, dass wir das jetzt auch mit den Patientinnen teilen. Frau Schmidt, was waren Ihre Highlights? Was mich beeindruckt hat, waren die Fülle von Daten, was Frau Professor Habeck auch bereits sagte, die Fülle von Daten im Allgemeinen. Aber ich war besonders beeindruckt über die Daten für das fortgeschrittene Mammakarzinom, also für den fortgeschrittenen Brustkrebs. Und ich habe noch zwei Statements in Erinnerung, einmal von Martin Picard und einmal von Dr. Cameron. Martin Picard sagte dann, wer heiratet eigentlich wen? Das heißt, wir haben so viele Möglichkeiten zu kombinieren, sodass man dieser Frage nachgehen muss. Und Dr. Cameron sagte, ja, geben wir jetzt alles auf einmal oder in welcher Sequenz können wir überhaupt behandeln? Und da hat mir besonders gut gefallen, dass er auch gesagt hat, wir dürfen nicht nur den Fokus auf die Behandlung legen, auf den Tumor, sondern wir müssen immer die Patientin dahinter sehen. Und da ist für mich klar geworden, auch wieder, das war auch schon in San Antonio, dass man bei aller gezielter Therapie auch immer die Nebenwirkungen auch in den Fokus bringt und sich überlegt, wie kann die Patientin auch hier behandelt werden, wie kann die Lebensqualität auch bei einer Therapie, einer aggressiveren Therapie erhalten bleiben? Ja,
Ich würde sagen, wir fangen mal mit der frühen Erkrankung an. Neuigkeiten zur frühen Erkrankung. Herr Dr. Kolberg, was haben Sie da an interessanten Neuigkeiten? Als wirklich wichtigstes Highlight zu der frühen Erkrankung ist meiner Ansicht nach tatsächlich die aus Deutschland kommende Gepa-Sixto-Studie zu nennen, bei der Patienten vor der Operation mit einer Chemotherapie behandelt wurden. Dieses Konzept verfolgen wir in Deutschland schon erheblich länger als viele andere Länder. Das wird auch bei uns erheblich häufiger gemacht als in den USA zum Beispiel. Und da sind wir sicherlich auch was die Studienlage angeht, weit vorne. Das wird tatsächlich sogar auf amerikanischen Kongressen immer wieder anerkennend geäußert, dass amerikanische Studiengruppen längst nicht so schnell Studien zur neoadjuvanten Therapie durchführen können, wie wir das können, weil wir eine sehr hohe Studienkultur haben in Deutschland, aber wir dieses Konzept auch schon lange verfolgen. Und in der Gepa-Sixto-Studie hat sich gezeigt, dass wir durch die Hinzunahme von mehr Chemotherapie tatsächlich eine deutliche Verbesserung der sogenannten Komplettremissionsrate bekommen können. Das heißt, dass nach der Chemotherapie vor der Operation kein Tumor mehr in der Brust vorhanden ist. Was einmal aber natürlich auch im Rahmen dieser Studie immer zu denken gibt, und das hat Frau Schmidt gerade auch schon angesprochen, es ist dadurch tatsächlich aber eine erheblich höhere Rate an Nebenwirkungen erfolgt. Das heißt, wir müssen noch genauer schauen, brauchen wir wirklich so viel Therapie, um diesen Effekt zu erreichen. Und das ist etwas, was sich ja in der frühen Erkrankung immer wieder wie ein roter Faden durch die letzten Jahre zieht. Und da gab es ja auch ein sehr gutes Educational schon am Freitag, glaube ich, zu, um die Frage, wer braucht welche Therapie, können wir Patienten Therapien ersparen oder müssen wir sie so aggressiv behandeln? Und ich glaube, das ist das, was man in den letzten Jahren immer wieder von den Kongressen mitnimmt, dass wir immer feiner versuchen müssen zu tunen, welche Patientin braucht diese Therapie wirklich. Und wenn man jetzt auf diese neoadjuvante Studie zurückgeht, die Gepa-Sixto, muss man sagen, dass wahrscheinlich eben nicht alle Patienten diese vier Chemotherapeutika gleichzeitig gebraucht hätten. Aber dass natürlich das schwierig zu unterscheiden ist, welcher Patientin man die Therapie ersparen könnte. Und im Endeffekt lässt sie einen natürlich immer so ein bisschen, da hat Frau Habeck auch völlig recht gehabt mit ihrer einleitenden Bemerkung, sicherlich nichts, was man morgen machen wird, aber tatsächlich immer wieder ein Gedanke, auch bekannte Substanzen weiter, auch im Rahmen der Chemotherapie weiter zu untersuchen, aber immer mit dem Augenmerk darauf, dass wir versuchen sollten, Patienten, die diese Therapie nicht brauchen, sie auch zu ersparen, weil sie eben sehr, sehr nebenwirkungsreich ist. Nun ist ja aber diese sogenannte pathologische Komplettremission, PCR, gerade bei den neoadjuvanten Studien vor der Operation ein ganz wichtiger Marker oder Punkt, auch für die Zulassung von Kombinationen oder auch eventuell neuen Medikamenten. Und ich denke, jetzt wird man schauen, dass man mehr bestimmen kann, welche Patientinnen das wirklich, welche die sind, die den zusätzlichen Vorteil haben. Das ist ja genau die Chance und der Charme der neoadjuvanten Therapie, dass wir nicht, wie wir das früher gemacht haben, Patienten nach einer Operation behandeln. Bei diesem Vorgehen wissen wir aus Studien, dass diese und jene Therapie einen Effekt bei den Patienten hat. Aber ob es wirklich individuell für die Patientin ein Vorteil ist, wissen wir immer erst nach 3, 4, 5 Jahren, ob ein Rückfall aufgetreten ist oder nicht. Und bei der neoadjuvanten Therapie können wir das während der Therapie bereits untersuchen, können sehen, ob der Tumor kleiner wird und können nach der Operation auch sagen, ob die Patientin auf diese Therapie angesprochen hat. Und Sie haben völlig recht, diese Komplettremissionsrate ist ein ganz wichtiger Parameter, um zu sehen, wie die Prognose der Patientin ist. Und die Patienten mit einer pathologischen Komplettremission haben eine bessere Prognose, aber auch hier gilt, wie eigentlich immer in der Onkologie, auch das gilt nicht immer unbedingt für alle Patienten. Gerade die Patienten, die keine Hormonausstattung der Tumoren haben, die profitieren ganz besonders von dieser Komplettremission. Das heißt, bei diesen Patienten kann man dann von einer guten Prognose ausgehen, während zum Beispiel Patienten, die rezeptorpositiv sind, also hormonansprechende Tumoren haben, durchaus auch bei einer nicht kompletten Remission des Tumors und nur ansprechen eine gute Prognose haben können. So, jetzt möchte ich ganz kurz noch einen dritten Spezialisten begrüßen, Herrn Professor Thompson, den Direktor der Universitätsfrauenklinik in Halle an der Saale. Herzlich willkommen. Ihre Kollegen haben gerade ein kurzes, wirklich 2, 3 Sätze langes Statement gemacht, was die Highlights waren. Vielleicht möchten Sie da auch noch mal einfach kurz zusammenfassen, weil wir dann die einzelnen Sachen noch diskutieren. Ja, der rote Faden, der durch den diesjährigen amerikanischen Krebskongress, ASCO 2013 in Chicago, für mich ging, war die
Aktivierung des Wissens zu Genveränderungen, die mit Krebs, Krebsentstehung, Krebsprognose, Therapieresistenz oder auch Therapietargets zu tun haben. Sicherlich sind viele von diesen Methoden noch in der Wissenschaft anzusiedeln, aber es zeichnen sich einzelne Punkte ab, die für die Therapie vieler Krebserkrankungen und auch des Mammakarzinoms eine ganz wesentliche Rolle spielen. Ich denke, das ist so eigentlich der entscheidende Punkt und da werden wir auch in Europa eine Menge nachzuarbeiten haben. Herzlichen Dank. Frau Professor Habeck, was war für das frühe Mammakarzinom, den frühen Brustkrebs, also wo keine Metastasen da sind, was war da für Sie besonders bei dem Kongress? Also was mich gefreut hat, war, ich meine, ASCO ist ja der Kongress der internistischen Onkologen, das heißt eher der Kollegen, die sich mit Systemtherapie beschäftigen. Trotzdem waren in einer der beiden Brustkrebssitzungen einige Vorträge auch zur Lokaltherapie und ich denke, das war jetzt nichts, was wir morgen anders machen müssen, aber was das bestätigt hat, was wir schon machen. Es ging zum einen um den Wächterlymphknoten. Die Amerikaner haben ihre 10-Jahres-Daten der Studie, die das hier in den USA quasi den Weg geebnet hat für diese Technik, vorgestellt und was man gesehen hat, war, was wir natürlich auch schon wissen, dass die Entfernung des Wächterlymphknotens bei Patienten, die klinisch keine tastbaren Lymphknoten haben, eine sichere Methode ist, die in keinster Weise irgendwie der Axilladissektion unterlegen ist. Das heißt, das Überleben ist gleich gut, wenn man nur den Wächterlymphknoten entfernt und letztlich auch die Lokalrezidivrate ist in keinster Weise schlecht und ist insgesamt auch sehr, sehr niedrig. Was sich gezeigt hat, und ich denke, das ist auch wichtig für einzelne Pathologien, die da vielleicht immer noch ein bisschen eine andere Meinung haben, ist, dass der immunhistochemische Nachweis, das heißt das Suchen nach einzelnen Tumorzellen in diesem Wächterlymphknoten, überhaupt keine klinische Relevanz hat. Die Patienten haben kein schlechteres Überleben, ob einzelne Tumorzellen in dem Lymphknoten noch gefunden werden oder nicht. Das hat man nachweisen können und das Interessante an dieser Studie war, dass die Therapeuten das nicht wussten, ob diese Tumorzellen da waren, weil das erst nachträglich gemacht wurde und ihre Therapieentscheidung aufgrund der Tumorgröße, Grading, anderer Faktoren getroffen haben und trotzdem, das hatte keinen Einfluss aufs Überleben. Das heißt, das, was wir wissen zum Zeitpunkt der Operation oder danach anhand des pathologischen Befundes, das reicht uns aus, um die Systemtherapieentscheidung zu machen. Wir brauchen diesen immunhistochemischen Tumorzellnachweis im Wächterlymphknoten nicht. Die zweite Studie, die in diesen Komplex mit reinfällt, war die AMAROS-Studie, eine Studie der EOTC, also eine europaweit durchgeführte Studie, die geguckt haben, was mache ich denn, wenn ich einen positiven Wächterlymphknoten habe, muss ich dann die Axilla operieren oder kann man sie auch bestrahlen? Und was sich gezeigt hat, war, dass die zum einen, das ist die gute Nachricht für die Patienten, ich glaube über 65% hatten überhaupt keinen weiteren befallenen Lymphknoten mehr in der Achselhöhle. Das heißt, die meisten Patienten haben wirklich eine ganz, ganz eingeschränkte Tumorlast in der Achselhöhle. Und das Zweite war, dass die Operation und die Strahlentherapie gleich gute Ergebnisse geliefert haben, dass es überhaupt das Lokalrezidivrisiko lag, um die 1%, in einer Gruppe sogar 0,7, in der anderen glaube ich 1,7%, also extrem niedrige Lokalrezidivrate. Das heißt, das lokale Vorgehen ist gut, ist sicher und die Strahlentherapie, das hat mich persönlich auch ein bisschen überrascht, hatte vielleicht etwas weniger Lymphödem und klinische Einschränkungen der Patienten. Das ist eine interessante Studie, die aber heute eigentlich schon überholt ist, weil das, was wir in der klinischen Praxis machen, auch aufgrund von Studien, die wir vor 1-2 Jahren hier auf dem ASCO gesehen haben, ist, dass wir, wenn die Wächterlymphknoten befallen sind, aber nur einer oder zwei, gar keine Axilladissektion anschließen, weil wir wissen, dass die Patienten davon nicht, was ihre Heilungschancen angeht, profitieren. Das heißt, diese AMAROS-Studie ist interessant, kann im Einzelfall vielleicht dazu führen, dass man nicht weiter operiert, sondern die Achselhülle bestrahlt. Aber die Mehrheit der Patientinnen, denke ich, in Deutschland werden bei befallenen Wächterlymphknoten, wenn ein oder zwei nur befallen sind, gar nicht mehr an der Achsel weiter operiert, weil wir eine ausreichende medikamentöse Therapie haben und das eben auch nicht brauchen. Das zeigt ja auch, dass gerade weil wir über Nebenwirkungen gesprochen haben und die Entfernung der Achsellymphknoten kann ja doch im Nachhinein, auch Jahre später, einige Probleme mit sich bringen, dass also auch im operativen Bereich immer mehr darauf geschaut wird, möglichst wenig mit gleich gutem Ergebnis
bei der Patientin zu machen. Ja, ich denke, man muss nochmal klarstellen, das betrifft Patientinnen, die Kandidatinnen sind für eine Wächterlymphknotenentfernung. Das heißt, wo wir eigentlich denken, dass keine Lymphknoten in der Achselhöhle befallen sind. Für die Patientinnen, die wirklich tastbare große Lymphknoten haben, kann man diese Studienergebnisse nicht übertragen. Da spielen dann andere Therapiekonzepte, wie das von Herrn Kolberg schon erwähnte, zum Beispiel neoadjuvante Vorgehen eine Rolle. Frau Schmidt. Ich war irgendwo ein bisschen stolz, als ich feststellte, hier kommen Daten, die uns eigentlich schon sehr vertraut sind. Das heißt, in der Klinik wird bereits das angewendet bei uns in Deutschland, was hier nochmal mit dieser Studie vorgestellt wurde. Und da habe ich also doch geschmunzelt und dachte, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Die Patientin wird sehr, sehr gut behandelt in Deutschland. Und manchmal erhalten wir hier nur Bestätigung für das, was wir bereits in Deutschland tun. Herr Professor Thomsen, zum frühen Mammakarzinom, gab es für Sie da noch irgendeine besondere Erkenntnis oder Bestätigung von irgendwelchen Daten? Also ich denke, eine ganz, ganz wichtige Studie war die ATOM-Studie, die bei Patienten, die rezeptorpositives Mammakarzinom hatten, nochmal versucht hatte nachzuweisen, ob jetzt die Verlängerung der adjuvanten endokrinen Therapie mehr bringt als die 5 Jahre, die wir standardmäßig den Patienten ohnehin empfehlen. Es hat ja in San Antonio bereits die Publikation der ATLAS-Studie gegeben mit deutlich über 10.000 Patienten, wo ein Hinweis war, dass manchen Patienten das durchaus nutzt, die endokrine Therapie mit Tamoxifen, dem Antiöstrogen, dem Antihormon Tamoxifen, von 5 Jahren auf 10 Jahre auszudehnen. Und die ATOM-Studie hat dies letztendlich nochmal bestätigt, dass es sicherlich Patienten gibt, die davon profitieren, wenn sie statt 5 Jahre eben auch 10 Jahre endokrine Therapie mit Tamoxifen bekommen. Man kann das nicht übertragen auf die Aromatasehemmer, das muss man ganz klar sagen. Aromatasehemmer werden nur 5 Jahre gegeben. Wir können es nicht auf alle Patienten übertragen. Wir müssen immer daran denken, längere endokrine Therapie bedeutet unter Umständen noch mehr Nebenwirkungen, sodass der Nettoeffekt der Senkung der Mortalität vielleicht etwas niedriger dann ausfällt, als das ursprünglich vermutet wird. Wir haben da vor allen Dingen Sorge der Entstehung des Endometriumkarzinoms, des Gebärmutterschleimhautkrebses. Aber insgesamt scheint es so zu sein, dass Patienten, die ein erhöhtes Risiko haben für ein Rezidiv, nodalpositive Patienten zum Beispiel, da müssen wir immer dran denken, bei den rezeptorpositiven Patienten, die Hälfte aller Rezidive entstehen nach dem 5. Jahr und es macht offensichtlich deutlich Sinn, nach dem 5. Jahr auch nochmal die Tamoxifen-Therapie zu verlängern bei diesen Patienten. Nun wissen wir ja aber durch Untersuchungen, dass viele Patientinnen einige Jahre teilweise schon vor den 5 Jahren, die bisher Standard sind, die Therapie abbrechen oder nicht mehr regelmäßig die Tabletten nehmen. Gibt es da irgendwelche Konzepte, wie man Patientinnen sogar über die 5 Jahre hinaus dann mit dem Medikament Tamoxifen behandeln kann? Ja, es sind ja immer Entscheidungen, die man gemeinsam fällen müssen. Wir müssen immer dran denken, alle antihormonellen Therapien machen für die Patienten natürlich auch Nebenwirkungen, die spürbar sind. Also das, was so Wechselbeschwerden betrifft, mit Hitzewallungen, Depressionen, Konzentrationsverlust und solche Sachen, das mögen viele Patienten ganz klar nicht ertragen und setzen aus diesem Grunde die Therapie vorher ab. Wir müssen daran denken, dass diese 10-jährige Tamoxifen ist insbesondere interessant für prämenopausale Patienten, da wir bei denen ja keine Aromatase mehr geben können. Und für die ist es unter Umständen ja besonders schwer, dann auch diese verfrühte Menopause zu ertragen. Ich denke, hier muss man sich mit dem Patienten zusammensetzen. Man muss, das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe auch in der Nachsorge für den Arzt, dass er im Gespräch mit der Patientin herausbekommt, erstens, ob sie das Medikament nimmt und zweitens, warum sie es mir nicht mehr nimmt und ob es Gründe gibt, es dann auch wegzulassen oder ob es gute Gründe gibt, das Medikament vielleicht doch weiterzunehmen. Da muss der Patient, da muss der Arzt aktiv mit der Patientin, denke ich, drüber sprechen. Ich denke, es ist ja auch für Patientinnen, die Angst haben, nach 5 Jahren aufzuhören, eben eine Möglichkeit, dass man jetzt weiß, man schadet ihr nicht. Oder es ist nicht primär ein Schaden, wenn sie es weiternehmen, sondern es kann sogar einen zusätzlichen Nutzen haben. Sicher, das ist ganz wichtig, denn die erste Studie der NSCPP, der amerikanischen Studiengruppe, hatte ja ein bisschen die Sorge verbreitet, dass es eher nachteilig ist, wenn man länger als 5 Jahre nimmt, als nur die 5 Jahre. Wir denken inzwischen, dass die Verlängerung über 5 Jahre hinaus durchaus sinnvoll sein kann. Dennoch würde ich sagen, Patienten, die ein sehr niedriges Risiko haben, die profitieren auch nicht davon. Die haben die Schaden, den schadet man dann schon, weil sie eben mehr Nebenwirkungen haben. Ne? Also deswegen würde ich da schon etwas zurückhaltend sein. Haben wir noch irgendetwas für den frühen Brustkrebs vergessen? Ja, eine Sache würde ich gerne noch hinzufügen. Das war kein Hauptvortrag, das war im Rahmen einer Posterdiskussion besprochen worden.
Und zwar die Frage, ob es unbedingt notwendig ist, und das ist ja für Patienten sehr wichtig, weil es für die Kosmetik eine große Rolle spielt, ob es unbedingt notwendig ist, ob wir die Prognose verbessern, auch bei den Patienten mit einer ganz schlechten Prognose wie den Triple-Negativen, einen größeren Randsaum um den Tumor herumzunehmen. Und insgesamt, und da sind wir auch in Deutschland relativ weit, gehen wir ja schon davon aus, dass das eben nicht notwendig ist, dass es ausreicht, den Tumor im Gesunden zu entfernen. Wir haben uns da in Deutschland geeinigt auf diesen 2 Millimeter, die wir ungefähr als Randabstand haben möchten. Und genau das wurde hier nochmal bestätigt, dass auch bei den Patienten, die ein hohes Risiko haben, einen Rückfall zu erleiden, nämlich den triple-negativen Patienten, diese 2 Millimeter eben völlig ausreichend sind, dass sich die Prognose nicht verändert, wenn wir mehr entfernen von der Brust. Das ist ja auch etwas, was ein weiteres Argument dafür ist, dass wir mit der brusterhaltenden Therapie auf dem richtigen Weg sind. Mehr Chirurgie macht nicht unbedingt mehr Überleben, weil sie die Prognose der Erkrankung eben tatsächlich nicht in der Brust entscheidet, sondern an ganz anderen Stellen im Körper. Vielleicht sagen Sie noch ganz kurz, was heißt triple-negativ? Haben Sie recht, Frau Heidinger, Entschuldigung. Triple-negative Patienten sind Patienten, die weder eine Hormonausstattung des Tumors haben und bei denen der Tumor auch nicht für den Antikörper die Eigenschaften hat, für den Antikörper Trastuzumab anzusprechen, also keine HER2-Neurezeptoren hat, also 3 Oberflächenkriterien, die einer Tumorzelle entstehen. Und wenn die alle 3 nicht da sind, spricht man eben vom dreifach negativen Tumor oder triple negativen Tumor. Der Nachteil ist, man kann die weder mit Antikörpern noch mit Antihormontherapien behandeln. Frau Professor Harbeck, Sie hatten auch noch etwas? Ja, ich denke, nochmal, um auf das operative Vorgehen auch zurückzukommen, an das anzuschließen, was Herr Kolberg gesagt hat. Wir hatten auch einen Hauptvortrag, da ging es darum, was machen wir bei ganz jungen Frauen, junge Frauen unter 35 Jahre, die in den USA, glaube ich, noch mehr als bei uns oft die Tendenz haben, dass sie eine Mastektomie bekommen, weil sie ein erhöhtes lokales Rezidivrisiko haben. Das erhöhte Lokalrezidivrisiko, das ist bekannt. Aber wir haben Daten jetzt gesehen aus einem Tumorregister aus Kanada, glaube ich, war die Studie, wo gezeigt wurde, dass sie trotzdem nicht unbedingt eine Mastektomie brauchen, dass ein brusterhaltendes Vorgehen absolut sicher ist bei so jungen Frauen. Ich denke, das ist, was wir in Deutschland auch so umsetzen. Aber ich finde es nochmal ganz wichtig zu betonen, dass junge Frauen keine erhöhte Radikalität im operativen Vorgehen brauchen, weil wir das Risiko mit den gemeinsamen Therapiekonzepten brusterhaltendes Vorgehen, Nachbestrahlung und die medikamentöse Therapie anscheinend sehr, sehr gut im Griff haben und sie dadurch die gleichen Heilungsaussichten haben wie ältere Frauen in der vergleichbaren Tumorsituation. Frau Schmidt, Sie wollten noch? Genau, das lag mir auch auf der Zunge, weil ich mich sehr gut an den Beitrag erinnere und auch sehr froh war, als ich gehört habe, dass man eben jetzt auch den jungen Frauen nicht die Brust gleich abnehmen muss, sondern dass man hier gute Daten hat. Ja, ich denke, wenn wir jetzt nichts mehr haben zum frühen Brustkrebs, dann wechseln wir zum fortgeschrittenen und auch metastasierten Brustkrebs. Gab es denn da, dass Sie es auf sich aufteilen, einzelne Neuigkeiten? Na, es gab erstmal sehr gute Educational-Vorträge, also allgemeine Fortbildungsvorträge, bei denen von Herrn David Cameron, von Martine Picard und von Ian Kropp sehr schön die Problematik der modernen Therapie, in dem Fall beim HER2-positiven Mammakarzinom, dargestellt wurde. Das HER2-positive Mammakarzinom, es betrifft ja nur 15% aller Patienten, in der Metastasierung etwas mehr, ist deswegen interessant, weil wir inzwischen sehr gute Medikamente haben, eine Handvoll von Medikamenten praktisch, die wir dafür einsetzen können. Und es wurde da natürlich diskutiert, in welcher Sequenz man die einsetzt, ob man Trastuzumab, das älteste und beste Medikament, was wir dazu bisher kennen, alleine einsetzt, ob man es besser in Chemotherapie-Kombinationen einsetzt oder ob man es in der dualen Kombination mit einem zweiten Anti-HER2-Medikament einsetzt. Diese Dinge wurden diskutiert. Letztendlich haben wir da keine endgültigen Daten, welches die beste Sequenz ist. Von der Zulassungssituation würden wir wahrscheinlich derzeit bei HER2-Überexpression und Metastasierung mit der Kombination Docetaxel, also Chemotherapie plus Trastuzumab plus den zweiten Antikörper Pertuzumab beginnen. Das hat ja sehr gute Ergebnisse gezeigt in Verlängerung der progressionsfreien Zeit und auch in Verlängerung der Überlebenszeit. Ich denke, das ist derzeit der Standard. Wie es danach weitergeht, wissen wir noch nicht genau, außer dass wir sehr gute neue Medikamente in der Hand haben, mit denen wir dort dann auch weitere Optionen den Patienten eröffnen können. Also wir haben das Medikament Lapatinib, ein Tyrosinkinase-Inhibitor, den man dann geben kann, auch möglicherweise in Kombination mit anderen Medikamenten. Und wir haben dann den sehr interessanten Antikörper TDM1, ein
Trastuzumab-Antikörper, der kombiniert worden ist mit einer sehr stark wirksamen Chemotherapie, die jetzt dann von dem Antikörper praktisch durch das Blut, ohne Schaden anzurichten, zur Tumorzelle direkt gebracht wird, um dort eben ihre Wirkung dann entfalten zu können. Eine alte Idee, die Paul Ehrlich ja vor 100 Jahren über schon entwickelt hatte. Herr Dr. Kolberg? Ich würde gerne was ergänzen zu dem von Herrn Professor Thomsen angesprochenen, wirklich exzellenten Educational, also der Fortbildungsveranstaltung, und zwar zu dem Vortrag von Frau Picard, die uns nämlich auch wieder gezeigt hat, dass wir exzellente Therapien in der Hand haben, aber dass wir immer wieder finden, dass auch wenn wir glauben, dass wir ein Ziel haben, das wir behandeln, also eine Eigenschaft der Zelle, die wir behandeln, dass es doch Signalübertragungswege gibt in der Zelle, die verändert sein können und bei denen dann doch nicht alle Medikamente gleich wirken. Denn zum Beispiel das gerade von dem Professor Thomsen angesprochene TDM1 im Vergleich zu dem anderen Antikörper Pertuzumab, da ist sehr schön, oder da wird im Moment diskutiert, und das sieht aber so aus, als wenn sich das auch herausstellen würde, dass bestimmte Veränderungen in der Signalübertragung der Zelle dazu führen, dass einer der Antikörper besser wirkt als der andere Antikörper. Und das finde ich immer wieder ein sehr schöner Ansporn, nicht zu glauben, dass wir jetzt sozusagen die Zauberwaffe in der Hand haben, sondern dass wir immer weiter in der Zelle suchen müssen, ob wir Eigenschaften herausfinden können, bei denen wir noch genauer tunen und herausfinden können, welche Patientin tatsächlich von dieser Therapie profitieren wird. Und daraufhin hat uns Frau Professor Picard nochmal sehr schön hingewiesen in dem Vortrag. Frau Professor Habeck? Ja, da kann man eigentlich nur nahtlos ergänzen, dass wir ja eine Studie gesehen haben, die auch zu einer neuen Zulassung führen wird, die Bolero-3-Studie, die sich auch in der HER2-positiven Situation eben damit beschäftigt, ob wir eine Resistenz gegen Trastuzumab quasi überkommen können, indem wir gleichzeitig die Signalübertragung im Zellinneren hemmen. Das ist das, was Herr Kolberg ja eben auch angesprochen hat. Und was man da gesehen hat in der Studie, es waren Patienten, die waren schon vorbehandelt, die hatten mehrere Linien an Anti-HER2-Therapie, an Chemotherapie hinter sich und haben dann eben in der Studie einen randomisierten Vergleich erhalten, entweder Vinorelbin mit Trastuzumab oder das gleiche eben mit einem neuen Medikament, einem mTOR-Inhibitor, das Everolimus, was wir jetzt ja schon seit über einem Jahr quasi kennen aus der hormonrezeptor-positiven Situation. Was sich gezeigt hat, war, dass diese zusätzliche Blockade von Abläufen im Zellinneren eben dazu geführt hat, dass die Patienten länger ohne fortschreitende Erkrankung überlebt haben. Nicht sehr lange, wenn man sich die Rohdaten anschaut, etwa 1,2 Monate, aber mit einer Risikoreduktion für das Fortschreiten der Erkrankung etwa 22%. Also doch ein deutlicher Effekt, der auch statistisch signifikant war. Was wir noch nicht wissen, ob das dazu führt, dass die Patienten auch länger überleben. Hier deutet sich an, dass 4% weniger Todesfälle sind im Everolimus-Arm, aber es ist nicht so, dass diese Daten schon so sind, dass man darauf aufbauen kann. Also ich denke, ganz, ganz wichtig ist, dass das Prinzip bestätigt wurde, dass es funktioniert, dass man Resistenz gegen Trastuzumab auch bei der HER2-positiven Situation durch die Blockade von Vorgängen im Zellinneren mit Everolimus entgegenwirken kann, dass das ein wirksames Therapieprinzip ist. Und ich denke, insgesamt wird sicher eine Zulassungseinreichung erfolgen. Und es hilft uns, das hat ja Herr Thomsen sehr schön eben rausgearbeitet, dass wir in der HER2-positiven Situation mehrere Therapieoptionen haben und dann eben auch schauen, wenn einige schon gegeben wurden, was für die Patientin am besten ist, welches Nebenwirkungsspektrum eventuell für die Patienten akzeptabel sind. Denn was man leider sagen muss, dass einige dieser neuen Medikamente, und das Everolimus gehört dazu, auch Nebenwirkungen machen, die für die Patienten belastend sind. Wir kennen das jetzt bei der hormonrezeptorpositiven Erkrankung. Wir kommen damit zurecht, aber man muss das dem Patienten sagen. Das ist nicht so wie die Antikörper bisher, die eigentlich sehr wenig Nebenwirkungen haben, sondern da sind schon Dinge wie Mundschleimhautentzündungen, wie Hautveränderungen oder auch Eingriffe in den Stoffwechsel der Fall. Herr Professor Thomsen? Ich denke, zu dem, was Frau Professor Habeck und Herr Kolbeck sehr schön da gesagt haben, lässt sich nochmal ganz schön die Brücke schlagen zu dem
zu dem Motto vom ASCO, Brücken bauen, um gegen den Krebs zu kämpfen. Zurück zu den Genomen, sowohl in San Antonio als auch jetzt wurden ganz interessante Projekte vorgestellt für Patienten mit metastasierten Mammakarzinom, die resistent geworden sind auf Therapien und wo man halt diese Patienten nochmal, wo man die Tumoren dieser Patienten jetzt nochmal eben mit gentechnischen Maßnahmen genau untersucht hat und versucht hat herauszuarbeiten, ob es sogenannte druggable, also Veränderungen gibt auf den Genen und auf den Signalproteinen, die für die bereits Medikamente existieren. Also es ist ein Blick in die Zukunft. Man versucht, Patienten, die resistent sind auf Therapien, nochmal ganz genau zu untersuchen, um herauszuschauen, ob wir jetzt dann hier mit spezifischen neuen zielgerichteten Therapien diesen Patienten nochmal weiterhelfen können. Das ist noch Forschung, das ist noch Wissenschaft, aber es ist ein gewisser Licht am Horizont, wie es weitergehen kann. Nicht nur für das HER2-positive Mammakarzinom, auch für das Triple-Negative oder das klassische Rezeptor-positive Karzinom. Ich wollte gerade auch nochmal deutlich machen, gerade als die Bolero-Daten vorgestellt wurden, was Sie gesagt haben, Frau Professor Habeck und Sie, Professor Thompson, gerade eben die Nebenwirkungen, die sind doch enorm. Und dass hier das Gespräch, was Sie auch vorhin sagten, das Gespräch mit der Patientin, die Aufklärung und auch dieses der sogenannte Informed Consent oder Shared Decision Making, was man heute immer wieder hört, also gemeinsam entscheiden, ganz wichtig ist. Denn das muss die Patientin tragen. Und ich denke, da kann das Gespräch mit dem Arzt sehr, sehr helfen. Und vielleicht noch ein ganz kleiner Zusatz. Was wir sehen, ist, dass es immer komplizierter wird mit dieser Therapie von Brustkrebs, gerade auch in der fortgeschrittenen Erkrankung, dass wir viele, viele neue Medikamente haben, die kommen, die in die Zelle eingreifen. Und ich denke, ganz wichtig ist, dass Patienten die Scheu davor haben, verlieren, an Studien teilzunehmen, weil wir in diesen Studien dann oft Medikamente zur Verfügung haben, die es noch 2-3 Jahre bis zur Zulassung brauchen werden und die einen zusätzlichen, oft sehr, sehr wirksamen Therapieschritt darstellen. Also ich glaube, wäre falsch, einfach zu sagen, diese neuen Bestimmungsmöglichkeiten, Gentestung und so, dass man das grundsätzlich ablehnt, sondern ich glaube, dass wir so Fortschritte erreichen können und den Tumor der einzelnen Patientin auch deutlich wirksamer behandeln können. Das gelingt uns in den nächsten paar Jahren, zunächst in Studien, und deswegen nochmal ganz wichtig, dass die Patienten verstehen, dass sie, wenn sie an Studien teilnehmen, nicht nur was tun für die Wissenschaften, für den Fortschritt, sondern auch für sich selber, gerade in der metastasierten Situation, weil diese Medikamente eben noch 2-3 Jahre bis in die Klinik brauchen werden und wir das in Studien auch kostenfrei dann diese Testungen durchführen und auch die Medikamente zur Verfügung stellen können. Herr Dr. Kolbe? Ja, dazu ergänzend vielleicht noch etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil es immer wieder schwierig ist, das ist sogar bei Studien manchmal schwierig, manchmal wird es bei Studien deswegen nicht gemacht, weil gesagt wird, die Patienten würden das nicht akzeptieren. Tumoren verändern im Verlaufe der Erkrankung ihre Eigenschaften. Und je genauer wir wissen, dass wir einzelne Eigenschaften der Tumoren behandeln, umso wichtiger ist es tatsächlich, immer wieder Proben zu nehmen von dem Tumor. Es werden manche Therapien entschieden sozusagen, wenn Patienten schon mehrere Therapien metastasiert gehabt haben, immer noch auf dem Boden der Eigenschaften des Primärtumors, der schon 5 Jahre vorher vorgelegen hat. Und Herr Professor Thompson hat gerade gesagt, dass wir versuchen zu untersuchen, wie sich Resistenzen entwickeln, ob man diese Resistenzmechanismen angreifen kann, um das überhaupt zu verstehen, erstens. Und zweitens aber auch, um ganz außerhalb von Studien, ganz platt klinisch zu wissen, wird diese Patientin auf diese Erkrankung ansprechen, auf diese Therapie ansprechen, müssen wir den Tumor wieder untersuchen. Und man kann nur immer wieder motivieren, das ist keine Quälerei, die Patienten profitieren davon, wenn auch aus Metastasen immer wieder Proben entnommen werden, weil sie nur so die bestmögliche Therapie erhalten können. Rechtfertigt im Alltag auch, dass man nochmal vielleicht 1-2 Wochen wartet, bevor man mit der Therapie loslegt, sondern erstmal schaut, wie ist der Tumor in der Leber, was behandle ich da eigentlich? Jetzt haben wir ja einiges gehabt zur Chemotherapie, Antikörpertherapie in der metastasierten Situation. Gab es da zur Antihormonellen noch irgendwelche neuen Daten oder Bestätigungen von Vorgehen? Ich glaube, da haben wir eigentlich den Leitsatz, dass antihormonell zuerst, wenn irgendwie möglich, wenn der Tumor hormonempfindlich ist. Und was wir sehen, ist, dass vermehrt auch neue Medikamente mit Antihormontherapie gemeinsam in Studien überprüft werden. Dass wir also auch versuchen, die Wirkung der Antihormontherapie zu verstärken, indem wir Resistenzen überkommen, Signalwege in der Zelle abschalten und dass die Antihormontherapie eigentlich dadurch in ihrem Stellenwert eher noch gewinnen wird.
Ja, ich erinnere mich auch an einen Beitrag, wo eben vorgestellt wurde, die Patientin, die eben nicht unter Lebensgefahr besteht, also die man eben antihormonell sehr gut behandeln kann und wenn es aber life-threatening ist, also lebensbedrohlich, dass man dann eben doch die Chemotherapie einsetzt. Aber das ist auch mein Eindruck, dass die antihormonelle Therapie nochmal so einen richtigen Boost bekommen hat und eine Wichtigkeit wieder gezeigt wurde. Also zur antihormonellen Therapie gab es eigentlich keine neuen Daten, das muss man ganz klar sagen. Vielleicht interessanter Punkt noch von Frau Picard, dass sie nochmal eben auf diese Dreiheit hingewiesen hat, klinische Beurteilung, klinische Entscheidung, klinisches Gespräch mit der Patientin, zweitens eventuell Bildgebung, Innovation in der Bildgebung auch. Sie hat da zum Beispiel ein neues PET-Verfahren vorgestellt, also eine Positions-Emissionstomographie, ein spezielles Schichtbildverfahren, bei der ein Antikörper Trastuzumab speziell markiert wird mit Zirconium 89, einem Isotop, welches eben Positronen aussendet. Und wenn dieser Trastuzumab-Antikörper mit dem Zirconium dann an die HER2-positiven Tumorzellen trifft, dann wird dort praktisch das Bild im Computer dann erzeugt, sodass man dann weiß, welche Tumoren im Körper eben diesen H2-Faktor tragen und welche nicht. Das sind interessante experimentelle neue Verfahren, die haben jetzt nichts mit der klinischen Routine zu tun, aber die können uns vielleicht für die Zukunft auch Wege zeigen, wie man eben in der Metastasierung die Therapie beobachten kann und monitoren kann. Und der dritte Punkt, den Sie dann auch noch erwähnt war, hatte eben in dieser Dreiheit die Biomarkeranalysen. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, was heutzutage angesagt ist, auf der Proteinebene oder auch auf der Genebene zu analysieren, welche Tumoren wie von welchem Medikament profitieren. Ich denke, dahin geht auch die Zukunft dann. Aber es ist ganz klar, dass das noch nicht Routine ist heutzutage. Nein, das sind Leitsätze eigentlich für die Zukunft. Ne? Und ganz klar, das gilt übrigens auch für die Nachsorge, da wird es nachher auch noch eine größere Sitzung geben. Auch für die Nachsorge gilt zunächst mal die klinische Entscheidung ganz im Vordergrund und Bildgebung nur in Ausnahmefällen, wenn eine dringende Indikation besteht. Also routinemäßige Bildgebung, das ist derzeit auch noch Konsens, ist derzeit nicht empfohlen. Außer der Mammographie. Außer der Mammographie. Gut, dann denke ich, hat noch jemand irgendwas ganz Spezielles? Dann würde ich Sie einfach noch mal kurz zu einem Statement als Abschluss bitten. Ja, ich meine, der diesjährige ASCO-Kongress hat uns, wie ich ja eingangs schon sagte, die Augen geöffnet, wie wichtig es ist heutzutage, nicht nur die Proteine, nicht nur die Immunhistochemie bezüglich Rezeptorstatus und HER2-Status anzuschauen, sondern, und das zieht sich auch wirklich über alle Karzinomerkrankungen hinweg, die Zukunft wird eben wahrscheinlich dann doch liegen, die Tumoren und auch die Patienten genauer auf ihre genetischen Veränderungen zu untersuchen. Stichwort Krebs ist eine chromosomale Erkrankung. Ob am Schluss dabei herauskommt, dass jede Patientin, wie das in Amerika in einzelnen Krebszentren bereits ist, eine gesamte Sequenzierung ihres gesamten Genoms bekommt oder ob das dann wieder reduziert wird auf einige wenige Faktoren, die in Zukunft für die Therapie vor allen Dingen eine Rolle spielen, das möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Aber ich denke, dass wir auch in Europa recht bald damit anfangen müssen und werden da noch intensiver in diese Genuntersuchung einzusteigen. Frau Schmidt? Also mein Eindruck ist, war aber auch schon in San Antonio, dass das Zeitalter des Gießkannenprinzips vorbei ist. Es ist die zielgerichtete Therapie, die im Fokus steht und es wird wirklich versucht, so maßzuschneidern, dass man wirklich sagen kann oder irgendwann sagen kann, nur diese Patientin profitiert von einer ganz bestimmten Therapie und dass man vielen Patientinnen, die man heute noch mit aggressiven Medikamenten behandelt, dass man ihnen eben eine aggressive Therapie ersparen kann. Ja, ich denke, das ist, glaube ich, das, was uns in die Zukunft begleiten wird, dass wir versuchen, für jede Patientin das richtige Konzept zu finden, sei es in der frühen Erkrankung oder in der metastasierten und der Zeitpunkt, wo man nach einer Diagnose Brustkrebs dann gleich den Reflex hat, morgen muss der Tumor raus und dann schauen wir mal, das ist, glaube ich, endgültig vorbei. Wir wissen, dass wir mehrere Biologien wie HER2-positiv, Triple-negativ, das hatten wir alles besprochen, zunächst neoadjuvant behandeln, um dann der Patientin auch das Maximum an Aussage über ihren Erkrankungsverlauf mitgeben zu können. Und ich glaube, das
wiederholt sich jetzt auf den großen Kongressen und auch dieses Jahr auf dem ASCO. Vielleicht noch ein Wort zu den Genchip-Analysen. Das wird ja auch im freien Markt von Labors angeboten. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Wir machen uns ja sehr viel Mühe, auch von den Leitlinienkommissionen zu prüfen, welche Biomarker sind denn heute schon therapierelevant. Und ich kann nur davor warnen, sich den Tumor komplett von oben bis unten untersuchen zu lassen, dafür auch viel Geld auszugeben und dann irgendwelche experimentellen Therapien aus dem Bauch des Therapeuten anzunehmen. Da gibt es ganz klare Leitlinien. Wir wissen, was wichtig ist, was wirksam ist. Und ich glaube, davon sollte man auch nicht abweichen. Und eine kreative Onkologie, ich glaube, Eric Weiner hat das auch in seinem Diskussionsbeitrag hier sehr, sehr schön gesagt, das wird uns nicht weiterbringen. Das wird auch die einzelne Patientin nicht weiterbringen. Aber ansonsten ist mein Fazit positiv. Auch gerade die vielen deutschen Beiträge, die wir hatten ja auch eine Unmenge an Postern, auch zu neuen Studienkonzepten aus Deutschland, denkt, zeigt, dass wir in Deutschland wirklich einen sehr, sehr guten Stand der Therapie haben und auch schon sehr weit sind, was das Einsparen von radikalen Therapiemaßnahmen angeht. Mein Fazit der letzten 4, 5 Tage ist eigentlich, und das ist, wiederholt sich in den letzten Jahren bei Kongressen, dass wir immer wieder feststellen, dass wir, das hat Frau Schmidt ja auch sehr schön gesagt, dass wir schon sehr weit sind, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, die Therapie sozusagen maßzuschneidern für die Patientin, aber dass wir immer, jeden Tag uns eigentlich vor Augen halten müssen, dass wir auf dem Weg sind und dass wir auch, dass es kein Ziel gibt, bei dem wir ankommen, wir werden immer auf dem Weg bleiben, aber wir werden eben immer besser werden und wir kommen immer näher daran, an diese Möglichkeit, die Therapie für die Patientin maßzuschneidern. Vorsicht ist immer dann geboten, wenn wir das Gefühl haben, wir haben es jetzt geschafft und wir haben jetzt sozusagen den Weg gefunden. Man kann sicher sein, auf dem nächsten Kongress leuchtet wieder ein Signal, das sagt, hallo, da gibt es noch ganz andere Mechanismen, von denen ihr noch überhaupt nichts wisst. Und deswegen darf man auch nicht nachlassen, immer weiter sozusagen zu arbeiten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass auch viele deutsche Kollegen hier gewesen sind, diese Dinge gehört haben und weitertragen eben auch in die Fachöffentlichkeit in Deutschland, weil wir nur so durch dieses gemeinsame Arbeiten überhaupt dieses Wissen an die Patienten bringen können. Ja, diese Live-Sendung aus Chicago vom ASCO 2013 von Brustkrebs Deutschland TV ist ein Service von der Organisation Brustkrebs Deutschland e.V. in Zusammenarbeit mit oncoletter.ch aus der Schweiz. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören und wünschen Ihnen alles Liebe. Mein Name ist Renate Heidinger. Auf Wiederhören.